Leo, ein Magdeburger Kind. Heute sind wir zu Gast bei der Handballfamilie Weber. Stolz zeigt uns Robert Weber die Bilder, gemalt von seiner Frau. Schön, selber so. Künstlerisch begabt. Ach, das macht deine Frau? Das hat sie selber gezeichnet, ja. Die sind wirklich hübsch. Oh. Ja, die sind schön. Das habe ich gezeichnet. Warte, zeig mal, wie begabt ich bin, ne? Ehrlich? Siehst du? Das habe ich gezeichnet. Also ich würde jetzt mal ganz vorsichtig fragen, es war aber nicht malen nach Zahlen. Doch. Zeichnen verlangt, wie das gekonnte Tore werfen, Präzision. Ja, aber auch das kann ja nicht jeder, ja? Machen wir mal. Wenn wir schon mal da sind, wollen wir natürlich auch seine Trophäensammlung sehen, die er mit dieser Präzision schon eingefahren hat. Das ist in meinem Heimatland Sport des Jahres gewesen, dieser. Das sind eigentlich alles Magdeburger Zeiten. Robert Weber ist ein guter Handballer und nun auch stolzer Papa. Das ist auch der Grund unseres Besuches. Fragen wir die Mama nach den Daten, die immer alle Frauen wissen wollen, wie schwer, wie groß und so weiter. Also er war 50 cm groß, 3345 Gramm schwer. Ja, ein bisschen zierlicher, aber gut gelungen. Oh. So, ja, oh, ist ja. Plus Hose natürlich, nummerierte Hose. Robert, wie fühlt man sich denn so als Jungpapa? Ah, ist überragend, also ist ein Gefühl, das ist, glaube ich, nicht beschreibbar, also ein Traum. Aber ist auch ungewohnt, so ein kleines, den Handball, den kann man hart anfassen, weißt du, und so ein kleiner Gnom. Nun seid ihr beide Österreicher, ein Magdeburger Kind, na wie ist das denn? Ja, sind wir stolz drauf. Das ist ungewöhnlich natürlich, wenn wir nach Österreich gehen oder in meine Familie oder in die Umgebung, dass du ein Kind von Magdeburg oder überhaupt von Deutschland mit nach Hause bringst. Ich denke, dass das früher oder später mal, wenn er dann alt genug ist, schon was Besonderes auch für ihn sein wird. Das kann ja dann in eurer Heimat das Image der Stadt eher aufwerten, ne? Auf jeden Fall, aber ich denke, wenn wir zu Hause sind, Lisa und ich und jetzt Leo auch, dass wir schon oder das Image von Magdeburg sowieso sehr, sehr groß angesehen wird bei uns zu Hause. Und ja, und jetzt haben wir noch ein Mitbringsel von Magdeburg, direkt von hier. Und ich denke, sind alle sehr, sehr stolz drauf. Und wie sind nun so die ersten Tage gewesen? Wie sind die Nächte vor allen Dingen? Ganz entspannt. Also bis jetzt ein ganz braves Kind, schläft sehr viel, lässt uns sehr viel schlafen. Ganz ein angenehmer Teil. Robert, dann ist es ja ein handballfreundliches Kind. Das lässt den Papa zumindest erstmal schlafen. Das auf jeden Fall, aber er hat auch eine super Mama dazu, die sich super um ihn kümmert und die auch dem Papa die genügend Zeit gibt, um sich auszuruhen. Und wie Lisa schon erzählt hat, also er schläft sehr, sehr viel, auch gut. Und wenn er mal ein bisschen quengelt, dann ist sofort die Mama da. Und da bin ich dann auch sehr froh darüber, dass ich dann auch die Phasen habe, wo ich mich ausruhen kann und mich vorbereiten auf die Spiele. Aber ansonsten versuche ich halt natürlich auch zu helfen, wo es nur geht. Und wirst du ihn mal so in die sportliche Richtung motivieren? Oh, das ist eine Frage. Wie gesagt, ich habe immer gehofft, oder wenn er von uns beiden die besten Sachen mitbekommen hat, dann wird er die Klugheit von meiner Frau, natürlich auch die Schönheit von meiner Frau mitbekommen und von mir die Sportlichkeit, und dann kann er schon ein sehr, sehr gutes Baby werden. Ist es natürlich schon perfekt, aber ich werde ihn nie irgendwo reinzwingen. Ja. Was ich immer empfehlen kann, ist, dass man einem Sportclub beitritt, weil da lernt man einfach viele Sachen kennen, aber schlussendlich wird das seine Entscheidung sein, und jetzt egal, ob es Handball, Fußball oder Minigolf, keine Ahnung, da soll er einfach nur seinen Spaß haben und die sozialen Kontakte knüpfen. Ansonsten ist mir das nicht wichtig. Jetzt den Schritt, dass er gesund ist, das haben wir schon geschafft, und jetzt kann es kommen, was will eigentlich. Auch der Familienhund Kojak freut sich auf den neuen Spielgefährten. Kamerakind. Du, ich bin jetzt vertraglich gebunden bis 2015. Was passiert danach? Wie geht's weiter? Sie kann auf jeden Fall jetzt oder wird auf jeden Fall jetzt ein Jahr hier bleiben beim Baby. Was ich auch super finde, weil wir zu zweit viel Zeit haben für den Kleinen. Und danach wird man gucken, wie es erstens von der Wohnsituation, ob wir hier bleiben oder ob wir weggehen. Das ist halt dann die Frage. Und anhand von dem werden wir dann halt auch entscheiden, was da dann weiter passiert. Dann sage ich jetzt mal im Namen der Magdeburger Fans, möge der Junge ziemlich lange hier in Magdeburg groß werden, und euch alles Gute. Dankeschön, danke.